Hallo und herzlich willkommen bei Drehmomente, dem täglichen Videoblog vom Ruderstädter Vogelschießen. Heute blicken wir zurück auf den größten Rummel in Thüringen im Jahr 2011 und fassen für Sie die Geschehnisse auf dem Festplatz zusammen. Vom 19. bis 28. August 2011 wurde die Bleichwiese wieder vom fahrenden Volk beherrscht. Das 289. Rudolstädter Vogelschießen begrüßte seine Schausteller am Abend vor Festbeginn in den Thüringer Bauernhäusern. Hier erlebten sie die Aufführung Liebe, Lust und 1000 Tränen, die Sommertheaterinszenierung des Theaterspielladen Rudolstadt. Wo die Tanne freundlich grünert, da begießt man sich mit Blei. Unterhaltsam ging auch die Eröffnungsveranstaltung über die Bühne mit Entertainment und den Grußworten des Bürgermeisters Jörg Reichel und des Thüringer Innenministers Jörg Geibert. Zu Gast war außerdem der zweite Bürgermeister der Partnerstadt Bayreuth. Herr Bürgermeister, was war das Besondere am 289. Rudolstädter Vogelschießen? Ja, das 289. Rudolstädter Vogelschießen war ein ganz besonderes, aber das sagen wir ja immer, weil unsere Rudolstädter Vogelschießen was Besonderes im Veranstaltungskalender der Stadt Ruderstadt alljährlich sind. Ich habe mich in diesem Jahr gefreut, dass erstmals eine Delegation aus Bayreuth, aus unserer Partnerstadt hier zu Gast war, unter Leitung des zweiten Bürgermeisters. Ja, und natürlich wieder die Mischung zwischen nostalgischen Fahrgeschäften, ganz modernen Hochfahrgeschäften und all diesen Fahrgeschäften und Schaustellerbuden, die wir über all die Jahre kennen. Das zeichnet das 289. Vogelschießen erneut aus, macht es zu etwas Besonderem. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei allen Organisatoren dieses Vogelschießens bedanken und wünsche heute schon wieder viel Erfolg bei der Vorbereitung des nächstjährigen 290. Rudolstädter Vogelschießens. Das Rummeltreiben begann mit dem Anstich des ersten Festbiers. Auf dem Festplatz konnte man besonders in diesem Jahr spektakuläre Fahrgeschäfte bewundern. Das 60 Meter hohe Kettenkarussell Around the World, das Flugkarussell Booster Max, die Achterbahn Eurocoaster oder die fabrikneue Wasserbahn Rio Rapidos zählten zu den Attraktionen. Außerdem zogen fantastische Geschäfte wie die Geisterbahn Castle of Doom oder das Aquavelis zahlreiche Rummelbegeisterte aus nah und fern an. Auf Klassikern wie dem Riesenrad, Autoscooter, Kettenkarussell oder dem Breakdance kamen die Volksfestfans auf ihre Kosten. Anknüpfend an historische Jahrmarktsattraktionen konnte dem Platzbesucher die Schaubude Live Boxen Live präsentiert werden. Diese lud nicht nur zum Sehen, sondern auch zum Mitboxen ein. Actionreich gestalteten sich außerdem die Programme der Festzelte. Das Kaffeehauszelt bot von Travestie über die Fight Night bis zur Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen für jede Altersgruppe die passende Atmosphäre. Bis spät in die Nacht feierte man auch im Rollstuhl-Festzelt, das besonders mit Livebands bei seinem Publikum punkten konnte. Auf der Rummelmeile luden reizvolle Imbiss- und Ausschankstände zum Verweilen ein. Ob exotische oder regionale Delikatessen, Bier oder Cocktails, kein Wunsch blieb unerfüllt. Des Weiteren bot der Festplatz allerlei Belustigungsmöglichkeiten, wie Losbuden, Schießstände oder Kinderspiele. Das Ruderstädter Vogelschießen zeichnete sich wieder als Familienfest aus, auf dem für die Kleinen bis zu den Erwachsenen und Senioren das Unterhaltungsprogramm umfangreich war.
auch für die Kinder der Schausteller war gesorgt. Ihnen wurde ein mobiler Schulwagen gestellt, in dem sie bei Hausaufgaben und Unterrichtsvorbereitung unterstützt wurden. Das Rudolstädter Vogelschießen kann nach 289 Jahren auf eine lange Tradition zurückblicken. Die Böllerschützen, der Schützenumzug und natürlich das Schießen auf den Holzvogel sind nicht aus dem Programm des Festes wegzudenken. In diesem Jahr schoss Rolf Schulze den Vogel ab und wurde dadurch Vogelkönig 2011. Natürlich ließ es sich Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht nicht nehmen, den größten Rummel Thüringens zu besuchen. Sie zeigte sich begeistert von der Mischung aus Brauchtum und Moderne. Frau Lieberknecht, Sie scheinen Spaß zu haben auf unserem Vogelschießen. Sind Sie eher Fan von Hightech und Höhe oder doch von den traditionellen Fahrklassikern? Spannend ist, wenn beides zusammenkommt. Und ich liebe die Tradition, denn das Vogelschießen ist ein so traditionsreiches Fest. Aber es gibt immer wieder auch das Neue, sozusagen auch der letzte Kick. Er ist dabei und das zieht, glaube ich, auch so viele Leute an. Und das ist auch Thüringen. Höhepunkt der Festwoche ist auch in diesem Jahr das Feuerwerk gewesen, das den Platz mit zahllosen Schaulustigen füllte. Mit einem unterhaltenen Finale ging das Volksfest zu Ende. Die Besucher wurden verabschiedet mit Pantomime, Show-Einlagen und einer Breakdance-Performance. Volksfestchef Frank Grünert blickt zurück auf 10 Tage Rummeltreiben. Ja, also Jahrmärkte sind ja der Ursprung von allem, was Kultur ausmacht. Und deswegen waren wir in diesem Jahr besonders daran interessiert, zum einen diese Ursprünge deutlich zu machen. Unsere Wahrsagerin oder die Boxbude, die an die gute alte Zeit erinnert haben, waren ebenso auf dem Festplatz vertreten, wie eben auch sensationelle Neuheiten. In diesem Jahr das Riesenkettenkarussell oder der Boostermax. Also sprich die Mischung aus Nostalgie, aus klassischen, aus modernen und aus sensationellen Neuheiten hat, wie ich denke, in diesem Jahr besonders gepasst. Damit beginnt schon bald die Planung für das 290. Rudolstädter Vogelschießen. Sie können unseren Festplatz wieder besuchen vom 17. bis 26. August 2012. Und dann sehen auch wir uns wieder bei einer weiteren Staffel von Drehmomente.